Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Aquar zusammen mit dem Blaulicht. Ich bin Balui. Hallo Blaulicht. Ich bin Balui. Da vorne ist ein grüner Mensch. Oh, jetzt ist er tot. Er ist tot. Vielleicht oder vorne sind drei neue. Hä? Da! Party, Party! Weißt du was, Blauli? Hallo! Du legst dich jetzt da ins Haya-Bubu und Katze geht wubbeldi-wubbeldi. Warte, ich muss eben aufräumen. Hey, du hast ihn kaputt gemacht! Wie, ich hab's kaputt gemacht? Blauli, du hast den kompletten Berg gesprengt! Nein, ich hatte den du letzten Fass besiegt! Ich bin im Bett! Okay. 3, 2, 1, müsste Tag sein, oder? Ja, ich schon. Hallo. Hallo, bin mal Louis. Ja, das ist ja jetzt hier irgendwie nicht so das Nice vom Dice. Ach, das sieht gut aus, Katze. Das sah nicht aus wie ein Creeperloch. Also bitte, ich habe mir Mühe gegeben, das schön zu machen. Irgendwann kriegst du Aufgabe, das hier zu fixen. So. Jetzt geht's aber erst einmal darum. Wie viel Hopper wollt ihr haben? Ja, die Mechanik ist ja relativ einfach. Wir sehen es gerade hier. Das Wasser hier wird von den Eichen aufgehalten. Bedeutet im Endeffekt, wenn wir später Eichen hier pflanzen, zum Beispiel an diese Stellen, dann fließt das Wasser zwar trotzdem durch, aber die Eier gehen dadurch nicht kaputt. Okay. Genau. Sobald die Viecher schlüpfen, ist okay. Dann sind nachher die Schildkröten alle hier, währenddessen das an ist. Die sind alle hier vor dem Teil. Droppen die Dinger. Genau. Und wo auch immer sie dann schlüpfen, wenn wir immer in der ersten Reihe pflanzen, ich denke, ist das du kannst nicht das ganz, Problem. Nee, du kannst ganz viele Eier machen, müsstest du eigentlich gehen. Du müsstest eigentlich alles vollbauen können mit Eiern. Zwar werden vielleicht ein paar verloren gehen von den Shells, aber die meisten müssten eigentlich ankommen. Ja, wir müssen nur Hopperinos jetzt bauen. Wie viele? Würde ich da sagen 10. Okay. 9. 9 und eine Kiste. Okay. Das sind 45 Eisen. Haben wir noch so viel Eisen? Ja. Sopper. Nein, Kisten. Nein, Hopper, nicht Sopper. Ui, ich bin schon gespannt, wie die Leute hier von vor zwei Folgen entscheiden haben, wie die Schildkröte überlebt, ey. Die haben nehmen Leute, das ja gerade alles auf. Tut uns ja wirklich sehr leid, dass das nicht immer so mega live ist. 5, 6, 7, 8, 9. Ja, entweder das oder kein Aqua. Genau. Aber ich glaube, bei Aqua produzieren die meisten Leute. Fertig! Yay! Nein. Warum hast du das abgebaut? Das funktioniert so nicht. Ist falsch rum. Ja, fang doch an von hier aus. Setz doch die Kiste hier hin. Ja, ja, wollte ich. Ich weiß. Bitte von der anderen Seite, sonst krieg ich einen Anfall. Jo. Ha. Blapp, blapp, blapp. Blapp, blapp. Blapp. Aber das ist alles miteinander verbunden. Die sind alle miteinander verbunden. Und jetzt gibt es erstmal eine Karotte für uns. Putz. Boah, das schwimmt aber schnell. Haben die jetzt geändert? Ja, ja, das schwimmt ja oben auf. Krass. Das bedeutet, Leute, das funktioniert schon mal. Der erste Teil der Logik, was das angeht. Jetzt muss man sich natürlich dazu denken, dass wir jetzt hier drüber... Ich würde schon fast so machen. Wenn Blaudi nicht im Weg stehen würde. Damit die Viecher nicht rauskommen. Genau, dass die Viecher einfach nicht rausdaggeln. Machen wir hier einen Dreier. Warum musst du immer da bauen, wo ich gerade stehe? Weil ich der Reihe nach lauf. Im Uhrzeigersinn. Unfähige Katze hat einen halben stehen lassen. Schon wieder da gebaut, wo du warst. Jetzt kommst du nicht mehr raus, Schlaubus. Genau. Ja, aber ja, du musst ja eh noch die Eier setzen. Ja, ja, die Eier. Raus. Die Eier, ich komme ja trotzdem noch raus. Ich kann mich durch alles durchbauen, weil ich habe Sägetouch. Bedeutet, wir machen jetzt so, fangen wir direkt hier an, oder? Ja, mach alles voll. Du hast doch genug, oder nicht? Kann ich mehrere auch an eine Stelle stellen? Oh ja. Wertet die das auf, oder warum glitzern die so?
Die müssten ja ungefähr gleich schnell schlüpfen. Vielleicht kannst du sie ein bisschen wärmen, indem du dich draufstellst. Glaube nicht. Jetzt machen wir das an. Und jetzt ist es ja so, jetzt würde das Wasser nur weiterfließen, sobald was geschlüpft ist. Genau. Genau. Und so wie ich das sehe, müsste das später dann komplett bis hier sein, das Wasser. Jetzt bin ich wieder reingegangen. Und müsste hier dann die Schildkrötis auch hintreiben, die dann an dieser Stelle stehen bleiben müssten. Ja, an der die Kleinen. Solange bis sie groß sind. Ja, genau. Das bedeutet, wenn wir uns das nächste Mal einloggen zum Aufnehmen, müssten hier schon eine Menge Schildkröten-Shells drin dann sein. Das einzige Problem, was ich sehe, ist, dass die Großen sich da eventuell ein bisschen quetschen könnten. Aber gut. Das müsste man nochmal gucken, wie die Hitbox ist. Ja, die haben ja Kollision. Das bedeutet, die rutschen dann zurück. Das ändert ja aber dann nichts daran, die schwimmen dann oben auf. Eventuell können sie dann dadurch, dass das Wasser da ist, drüber springen. Ja, aber das tun sie ja nicht. Sie wollen ja zurück zu ihrem Ursprungsblock, wo sie geschlüpft sind. Die haben diese Mechanik drin, zum Ursprungsblock zu wollen. Genau. Und das Gute ist, dadurch, dass wir halt so viele von vornherein haben, können wir zwischendrin auch mal ein paar umbringen. Ja, aber wir können auch zusätzlich noch theoretisch hier einfach dahinter ein Auffangbecken machen für große Schildkröten. Ja, aber was willst du mit großen Schildkröten? Die bringen weder Essen, die können nur neue Eier legen. Und mit den neuen Eiern kriegst du nur wieder diese Shells und Teufelskreislauf. Aber du hast ja sonst nichts davon, oder? Bringen Schildkröten irgendwas Sinnvolles? XP vielleicht noch. Nein, aber wir können die Eier ja immer wieder abfarmen. Wir müssen sie ja nicht jedes Mal schlüpfen lassen. Ja, was willst du mit den Eiern? Außer andere Leute ärgern. Theoretisch bei Leuten bauen. Oder diese ganze Farm, die wir hier jetzt einmal gebaut haben, noch in einem Feld, wo dieses Ding hier als ein Modul zählt, von 15 mal 15 bauen. Jetzt fängt der wieder mit Modulen an. Ja, klingt gut. Also 15 mal das hier, mal 15 mal das hier. 15 mal 15, ja. Und dann bist du die ganze Zeit nur am Eier sammeln. Ich bin der Eiersammler-Katze. Nein, aber dann haben wir so viele Eier, dass wir ganz toll sind. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, ne? Wenn diese Helme sollen ja recht krass sein, aber also zumindest für unter Wasser. Aber wenn du den Heart of the Sea hast, ist sowieso gewonnen, dann ist GG. Heart of the Sea musst du aber auch erstmal zusammenkriegen. Haben wir denn noch ein paar Scales, außer die ich habe? Hier waren in ein paar Kisten waren welche. Ich glaube, ja, ich habe welche, drei Stück habe ich. Ja, und ich habe einen. Die ich damals gesammelt habe. Okay. Reicht noch nicht für einen Helm. Ich fürchte auch nicht, dass das für einen Helm reicht. Ich weiß auch nicht, wie viel. Glaubst du, die sind schon bei Noah schon wieder geschlüpft? Nee, die brauchen voll ewig. Also doch, es könnte sein, dass die Babyschildkröten da sind. Da können wir mal noch gucken. Jo. Bist drin? Ja. Hui. Wer baut da oben? Wo oben? Da rechts oben. Weiß ich nicht, aber da war unsere Schnitzeljagd. Ja. Er baut halt unter Wasser. Ist halt Sparky Darky. Der ist halt, ist halt was Neues, ne? Naja, ich baue in der Luft. Das ist was Neues, Kappa. Ey, die Schildkröte geht immer noch ab. Oh, die hier in die Schildkröte, Alter. Oh, hier sind aber Eier. Schildkröte. Kannst neue Eier holen, wenn du willst. Ja, nee, wir haben ja unsere Eier gerade. Na gut. Aber ist nichts gestüpft, Katze? Nee, leider nicht. Ich befürchte, die brauchen ziemlich lange, um zu stüpfen. Ja, und hier sind Mini-Schildkrötis. Nee, hier sind auch normale Schildkrötis. Hui. Normale Schildkröten, neu im Handel. Ah, da ist noch eine EP-Kugel. Meine. Da ist ein Boot. Meins. Nein! Hier ist der Aufzug hoch zum Spawn, den haben wir gebaut. Habe ich hier gebaut? Ja, komm, guck mal, ich zeig dir das mal. Ja, aber den haben wir doch schon benutzt. Naja, guck mal, der ist neu, den haben wir umgebaut im Stream, den hast du nicht gesehen. Da sind Fischis drin. Ja, wir haben da ein Aquarium drüber gebaut. Das ist nice. Wir hatten den gebaut, bevor der umgebaut wurde. Und jetzt zeige ich dir mal was, wenn wir oben sind, warte. Guck mal, ob einer was dran gemacht hat, ich glaube zwar nicht. So, komm mal mit, Katzi, nicht daher. Hier, da vorne sieht man nur einen Teil von unserem Berg, der noch nicht gerendert ist und unser Haus drauf. Hier kommt unser hin. Unser Aufzug. Da ist aber noch kein Wasser. Ich würde nicht empfehlen, runter zu Tschüss. Gut. Du hast das Prinzip verstanden. Wo kommt der denn an? Ja, in dem Gang, den ich gebaut habe. Ach, der neben der Baumfarm? Ja, genau der.
Kommt der hier vorne an, echt? Ja. Das war ja die Idee. Aber da ist ja noch nichts. Ja, ich war ja auch noch im Aufbau im Stream. Ich bin danach nicht weitergekommen. Nein, da ist die Wand zu. Hä? Vielleicht sind da Monster rausgekommen und Leute haben... Bist du rechts rausgegangen oder wo? Autsch. Wo? Hier darf nicht die Wand zu sein. Nein, hier ist keine Wand zu. Hier unten ist die Wand zu. Nein. Hä, warum? Wer hat denn da die Wand zugemacht? Kannst du aufmachen? Ja. Hä? Welcher Arsch? Hä? Was zur Hölle? Hier war mein Ga... Welcher Penner? Wo sind meine Sachen? Wir sind noch nicht da. Hier, geht noch weiter. Da. Nö. Nein, nein. So nicht. Das ist nicht nett gewesen. Nee, können ja nicht einfach meinen gebauten Gang. Nö, ich baue jetzt hier wieder, ich mache jetzt hier Cobblestone vor, so. Nein! Katze! Hab's zugemacht. Du bist ein Trottel. Eine Katze. Nicht tun, ich hab mir so viel Mühe damit gemacht. Baloui baut ein Loch. Ich hab mir Mühe gegeben. Ja, mal. Also, unser Aufzug hat mir sehr gut gefallen. Vor allem der Aufprall ist gut. Du bist ein Trottel. Sehr gut gemacht, Blauni. Sehr gut. Unser Weg zum Spawn war eher da. Bitte lassen. Louis. Mehr passt nicht drauf. Was bei Louis passt nicht drauf? Nee. Ich hab Miau. Miau. Welcher Lauch hat hier alles weggemacht? Musst du kurz disconnecten. Ich? Ja, jetzt. Oh. Fertig? Ja. Immer wollen alle schlafen. Jodelöde, döde, öde. Uiuiui, Blauli. Aber wir müssen sowieso dann allgemein mal ein bisschen mehr Holz farmen und so weiter. Damit wir auch mit dem Haus weitermachen können oben. Was brauchst du denn auch noch ein bisschen Mats? Holz größtenteils und ein wenig Glas. Glas habe ich aber jetzt gerade auch wieder neues gebrannt gehabt. Bedeutet, das können wir jetzt ganz kurz nachfüllen. Ich gehe mal nach oben und baue mal ein bisschen. Was Glas brauchst du denn für ein Holz? Für unseren Tank. Oh, gut. Ja, gut. Okay, bitte. Pop, pop. Boing. Boing, putz, boing, boing. Boing, boing, boing. Bist du ein Känguru? Ich bin eine Känguru-Katze. Ein Kängurüchen. Blub, 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 blub. Ein Hai, blub, 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 blub. Ein Hai, blub, 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 blub. Ein Hai, blub, blub, blub. Blub, ein Hai. Oh wei, ich schrei. Blub, blub. Wir brauchen Wasser in vielen Monden. So, aber ich glaube, das hier dürfte jetzt für den Tank schon gereicht haben. Oh, aber wir lassen das mal noch so offen. Müsste ein 5-Hoher-Tank sein, genau. Ach, wollen wir einen 6 hoch machen? Wir machen den 6 hoch. Dann ist das schön groß. Ich muss mir das jetzt erstmal... Du hast mir... Also, was ist mein Zimmer? Das linke oder das rechte? Das schlechte. Du hast den Münzwurf verloren. Ja, aber ich weiß nicht, welches ist. Ich sag dir, Moment. Linkes. Das linke hier. Weil es kleiner ist. Ja, das ist halt das Schlechte, weil es kleiner ist. Dafür habe ich mehr Licht. Das ist okay. Aber ich habe meins auch ein bisschen zugemacht. Ein bisschen kleiner gemacht danach. Hast du ja gesehen gehabt. Und wir kriegen oben noch größere Teile dann. Also oben in dem... Ja, ich weiß gar nicht, was ich da reintun soll, aber dankeschön. Hier ist ja jetzt das Aquarium theoretisch und das wird eine sozusagen Zwischenterrasse. Weißt du, was viel geiler wäre, Katze? Achso, das wird nur eine Zwischenterrasse. Achso, ich dachte, wenn der Tank von oben bis nach unten voll wird.
Nee, das ist, der soll hier nur in der Mitte sein, dass wir von unten theoretisch nach oben gucken können und dann Aquarium haben, von der Dachterrasse nach hier gucken können und von oben nach unten gucken können und haben das Aquarium. Die Terrasse hier wird nur als Zwischenteil sein. Ja. Hier werden an der Seite halt Terrassenelemente, so Absperren und sowas eventuell dazukommen. Auf den Tank obendrauf kommt noch einmal ein weiteres, wie hier unten, so eine Etage wie hier unten, wo man drin leben kann. Und hier kommt natürlich dann wahrscheinlich so eine Treppe weiterhin dazu, die ist ja momentan so mit hochgehen. Und dann haben wir hier theoretisch so einen Zwischenraum, auch von der Entfernung her, und haben oben dann nochmal einen Teil, den wir komplett 50-50 teilen können. Ja, ich weiß gar nicht, was ich da reinbauen soll, aber ja, danke. Ja, kannst du reinbauen, was du reinbauen willst, aber dann haben wir auf jeden Fall ein schönes Haus. Die kann man auch auf Holz setzen. Kann man die auch auf Glas setzen? Kann man. Wir haben eine Schildkröte in unserem Aquarium. Wenn wir wieder online kommen, haben wir eine Schildkröte in einem Aquarium. Muss aber noch abdichten, dass die Schildkröte nicht raus will. Und ich glaube, sie will Wasser. Dann stirbt sie. Okay. So, aber Blauni, das war's für den heutigen Tag. Ja, ich befürchte auch. Das war's. Das war's. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und nee, ist deine Moderation. Na gut. Genau. Tschüss, Menschen. Wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder. Schaut bei Blauni vorbei und den anderen Aqua-Teilnehmern. Tschüss. Tschüss.